Der Monat war wieder super spannend. Ich habe dies, das so ein bisschen zusammengetragen, so ein paar Sachen, die ich im letzten Monat richtig cool gefunden habe. Und was das alles ist, zeige ich dir nach dem Intro. Wir reden heute über Favoriten, also so ein paar Sachen, die ich im letzten Monat richtig cool gefunden habe. Ich bin die kleine Coco vom Kanal, die kleine Coco, und wir legen jetzt so richtig los. Ich habe hier schon meinen neuen Haarföhn, erst zweimal verwendet. Wer jetzt mich so die letzten Videos über verfolgt hat, hat gemerkt, ich arbeite so ein bisschen mit meiner Haarstruktur im Moment, dass ich Locken habe. Weiß jeder, durch das das halt ständig rauskäme, leiden natürlich die oberen Haare schon extrem. Das bedeutet, da ist gerade nicht viel los. Die muss ich erst wieder so einigermaßen hinbekommen. Und ja, von Natur aus habe ich Locken. Das wusste ich ja schon immer. Das hat man in dem einen oder anderen Video auch gesehen. Und ich habe zum Geburtstag einen neuen Haarföhn bekommen. Den möchte ich noch vorstellen in einem extra Video. Wie gesagt, ich habe ihn erst zweimal verwendet und kann da noch nicht so viel dazu sagen. Das ist jetzt bis jetzt mein teuerstes Teil, muss ich echt sagen. Der hat Sensoren drin, die helfen, dass der Föhn nicht zu heiß föhnt. Ja, also die Sensoren messen das sozusagen. Man merkt es auch. Es wird nie so übermäßig feste heiß. Er hat richtig, also er pustet richtig, richtig cool. Und er hat eben einen Diffusor. Und mit dem Diffusor mache ich gerade meine Haare. Ich habe es noch nicht so hundertprozentig drauf, muss ich sagen. Aber das Teil ist schon mega gut, ne? Also da trocknen die Haare nicht aus. Ich hätte mir jetzt wieder einen für 30 Euro gekauft. Aber meine Eltern haben gemeint, gib schon mal ein bisschen mehr Geld aus. Dann hast du auch was richtig Gutes. Und das ist der hier. Der hat 75 Euro gekostet oder so. Ich werde ihn euch mal unten in der Infobox verlinken. Das ist ein Affiliate-Link, deswegen stand hier oben jetzt Werbung. Und ja, wenn ihr da draufklickt und über diesen Link einkauft, bekomme ich eine Provision. Bleiben wir beim Thema Haare und der Lockencreme. Ich hätte bei der echt, als ich mir die damals bestellt habe, hätte ich nie gedacht, dass das überhaupt was für mich ist, weil Creme, Modelliercreme, bedeutet immer so, oh, extrem reichhaltig. Und ich habe zwar viele Haare, aber ich habe feine Haare, da kann ich nicht viel mit reichhaltig. Aber das Ding ist halt auch, ich habe extrem viel fliegende Haare. Durch das, was ich halt den einen oder anderen Haarausfall hatte, durch das Pille absetzen, habe ich halt so ein paar so Fetzen auch auf dem Kopf, sage ich immer so schön. Und die stehen halt ab. Also du bist doch richtig schön frizzy. Und dem kannst du entgegenwirken, zum einen, um eben deine Haare so ein bisschen mehr zu definieren. Da gibst du das. Also wirklich nur eine sehr kleine Menge für meine Haare. Je nachdem, wie deine Haare dick sind, dann musst du ein bisschen mehr nehmen. Aber ich finde, das funktioniert ganz gut. Also mich hat das schon von Anfang an verwundert, dass es bei mir überhaupt funktioniert. Das ist eine recht kompakte Creme. Verreibst du in den Händen. Gibst dann, also den machst du dann den hier, gerade was Locken betrifft, ne? Meistens gehe ich, wenn ich so fliegende Haare habe, gehe ich hier noch so ein bisschen drüber. Aber das dann halt auch nicht zu viel, weil ich eigentlich eine fettige Kopfhaut habe. Und ja, also ein bisschen was habe ich da schon raus. Das wird mir allerdings ewig halten. Ewig. Habe ich von Ecoverde, hat natürlich ein bisschen mehr gekostet, was Naturkosmetik ist. Da achte ich halt schon drauf, dass eben kein Mikroplastik drin ist. Und bis jetzt hat es sich wirklich gelohnt. Also ich würde es immer wiederholen. Vor allem, wenn man diese Curly Girl Methode macht, was ich ja nicht mache, kann man mit der Lockencreme beispielsweise so diesen crunchigen Effekt von dem Gel, kann man ganz gut rauskneten. Das riecht so ein bisschen nach Himbeerbrause, finde ich. Ich weiß nicht, an was es liegt. Es erinnert mich unwahrscheinlich so an Pets Himbeerbrause. So ein bisschen, ja. Das ist also schon so minimal, es beduftet, dein Haar riecht jetzt nicht mega danach. Aber wenn man so an der Tube riecht, dann riecht man das schon extrem. Ich mag das Zeug, also kann es allen Lockenköpfen da draußen empfehlen.
Und es ist halt echt nicht zu stark. Also je nachdem, welche Menge man da einfach in Jahre gibt. Mein liebstes Supplement im Moment ist das hier. Das ist Astaxanthin mit Omega-3. Und das hat bei mir jetzt wirklich schon echt einiges gebracht. Also ich habe noch immer eine Gastritis, die aber am Abklingen ist. Und besonders, wenn du Entzündungen im Körper hast, was eine Gastritis auch ist, eine Magenschleimhautentzündung, kann ich echt empfehlen. Es wirkt halt nicht direkt, ist ja auch kein Medikament, aber man merkt die entzündungshemmende Wirkung so, im Nachhinein merkt man schon. Genauso, als ich das zum ersten Mal genommen hatte, hatte ich im Knie so ein bisschen Probleme und das war hinterher auch wirklich weg. Also es ist wirklich eine tolle Sache für den Körper. Ich kaufe mir die immer, wenn sie runtergesetzt sind. Ich gebe es zu. Also die haben nicht immer den gleichen Preis auf Amazon, aber da achte ich meistens immer darauf, dass die halt wirklich dementsprechend runtergesetzt sind. Aber da könnt ihr genauso gut auch irgendwie ein anderes Supplement nehmen, was Omega-3 enthält. Dass es gut ist, das brauche ich euch an der Stelle nicht sagen. Da hat ja auch schon Nico Rittenau relativ viel zu dem Thema gesagt. Steht auch in seinem Buch drin. Also Astaxanthin und Omega-3 kann ich wirklich echt empfehlen. Und das steht natürlich für jedes andere Produkt, was es auf dem Markt gibt, was in die Richtung geht, könnt ihr genauso auch das nehmen. Na, also es muss jetzt nicht unbedingt das hier sein. Das sind halt die, die ich halt favorisiere, weil die habe ich schon jetzt ein paar Mal bestellt, die sind vegan. Natürlich muss man als Veganer darauf achten bei Omega-3, nicht, dass man irgendwas aus Fischöl oder so erwischt. Also ich will das nicht, dass es wirklich vegan ist. Die sind es auf jeden Fall und die Kapseln sind halt wirklich dann auch so Ölkapseln, ne? Also sehen dann so aus. Und man hat halt in diesem Teil hier 60 Stück. Das reicht in einem Monat. Du nimmst 2 Stück am Tag. Ich finde die mega gut. Ich kaufe die, wie gesagt, immer wieder. Ich möchte das Thema Sonnencreme hier auf dem Kanal so oft wie möglich platzieren. Ich glaube, so viele Sorten werde ich ganz ehrlich nicht mehr probieren, weil es gibt Produkte, die entweder weiß sind oder zu fettig sind. Und ich habe in der Marke Visan, glaube ich, meine Marke entdeckt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist gut. Es gibt da inzwischen eine duftstofffreie Variante. Ich finde und feiere Firmen, die auf die Community eingeht, feiere ich unwahrscheinlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Formulierung von der Creme, die ist einzigartig, die ist nicht zu fettig. Du hast nicht irgendwie so einen mega Schleier dann auf dem Gesicht. Klar, es ist schon so ein bisschen cremig, klar, und wenn man es eben schichtet, weil du sollst 1 Gramm auf dein Gesicht auftragen, nur dann hast du halt wirklich auch den vollen Schutz von 50. Warum man Sonnencreme aufträgt, möchte ich jetzt an der Stelle auch nicht zu sehr anreißen, aber es zählt halt wirklich für alle, nicht nur die, die sich für Hautpflege interessieren. Mit unserer Sonne ist es inzwischen so, du schadest dir halt einfach. Ne? Also wir Frauen wollen alle nicht so schnell altern, aber legen uns in die Sonne und wundern uns, warum wir immer mehr Runzeln kriegen. Hat mit der Sonneneinstrahlung zu tun. Ja, also UVA-Strahlung macht halt eben alt, gleichzeitig Hautkrebs und so. Man muss sich halt wirklich drum kümmern. Und das Gesicht ist halt immer der Sonne ausgesetzt. Winters wie Sommers. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Und deswegen platziere ich das ganz gerne hier nochmal. Ich liebe das Produkt Visan. Gibt es bei Müller. Ihr könnt es aber auch direkt bei Visan bestellen. Und ich glaube, die duftstofffreie Variante gibt es nur im Internet. Wie ihr wisst, beschäftige ich mich hier auf dem Kanal natürlich auch mit Düften. Und so ein Duft ist nicht automatisch vegan. Da gibt es einfach auch tierische Inhaltsstoffe oder die Firmen sind nicht okay. Ihr wisst ja das alte Problem, Tierversuche etc. Und da gucke ich mich natürlich immer mehr nach Düften, um die eben vegan sind. Und wir haben hier eins von Laverie. Französisch ist nicht mein Ding, absolut nicht.
Dies ist der Duft Joie d'été. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist auf jeden Fall Naturkosmetik. Es ist ein sehr einzigartiger Duft, muss ich an der Stelle sagen. Am Anfang dachte ich mir so, oh, da bin ich komplett falsch gelegen. Das ist der erste Duft, den ich mir gekauft habe, nur nach der Beschreibung. Ich dachte echt, ich kenne mich inzwischen, aber offensichtlich doch nicht. Das ist Eau de Toilette, 50 ml. Eau de Toilette riecht jetzt nicht so stark wie ein Parfum. Und das kann man vergleichen. Ich will auf jeden Fall nochmals ein extra Video dazu machen. Diesen Duft kann man vergleichen mit einem Duft, der in Richtung Kölnisch Wasser geht. Jetzt werden einige, ich höre sie schon, sagen. Er geht in Richtung Kölnisch Wasser, aber mit Mandarine und einer würzigen Note. Es ist recht frisch und es ist für mich der Inbegriff von Sauberkeit. Ich nehme das unwahrscheinlich gern nach dem Duschen, habe ich festgestellt. Und so frisch finde ich ihn, also am Anfang hatte ich meine Schwierigkeiten, ich fand ihn am Anfang nicht gut. Und dann habe ich, und da ich das weiß, dass die Entwicklung von so einem Duft mit der Zeit sich halt eben am Körper verändert und nimmst den Duft auch irgendwann anders wahr, habe ich irgendwann mal dann so am Abend an meinem Arm gerochen, habe so gemerkt, oh, da hat sich irgendwas ganz Angenehmes entwickelt, vor allem ist der gar nicht schlecht für eine, also speziell als Unterlage für ein anderes Parfum. Ohne wird's, da funktioniert der auch ganz gut. Na, also der hat zwar 20 Euro gekostet, das ist gar nicht mal so wenig. Vielleicht habe ich mich jetzt auch im Preis vertan. Aber von der Qualität her ist er schon nicht schlecht. Also man merkt allerdings, dass es Naturkosmetik ist, weil er geht schon so in diese Bio-Richtung, weil es ist eben auch Bio und dass man halt die Komponenten auch so ein bisschen raus riecht, man riecht die Natur so ein bisschen raus. Wer aber Kölnisch Wasser mag und sich da noch Mandarine und eine würzige Note dazu dichtet, der kommt so ziemlich auf den Geruch. So könnte eine Seife riechen. So könnte wirklich eine Duftrichtung von einer Seife riechen. So kann ich mir den Duft vorstellen. Wie gesagt, hier gibt es noch ein extra Video dazu. Klamotte! Also ich werde die Jacke auf jeden Fall auch mal in einem Video anhaben. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal auch den nachhaltigen Kleiderschrank angucken. Alles, was ich kaufe an Kleidung, ist entweder nachhaltig produziert oder secondhand. Das ist mir ganz wichtig inzwischen. Und die habe ich geschossen für relativ wenig Geld. 15 Euro. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich eine Levi's. Ich mir aber vor der Nase weggekauft worden. Die war doppelt so teuer, aber die war so mega gut. Die hat so eine mega gute Waschung gehabt. Egal. Dafür habe ich jetzt so ein bisschen so eine abgeranzte, aber mit schönen Rosen. Die passt mir nicht 100%. Ich habe so ein bisschen mehr Oberweite. Und durch das kriege ich solche Jacken meistens nicht zu. Ja, also bei mir ist das Problem, ich bin klein. Ich müsste aber L kaufen. Kaufe ich XL, ist das Problem hier an der Schulter, dass das überlappt. Man sieht dann, das ist zu groß. Sieht genauso scheiße aus. Deswegen habe ich immer Jeansjacken, die nicht zugehen. Macht die eh nie zu, sind wir mal ehrlich. Oh, ich liebe die. Ich mag halt dieses Rosen, diese Rosenaufnäher. Die finde ich richtig, richtig cool. Die sind im Stoff mit drin. Das ist hier dann auch gleich nochmal. Da hat die so einen bestimmten Twist, finde ich. Und ich mag halt die Farbe auch. Ich habe schon eine dunklere Jeansjacke. Und jetzt so die als zweite zum Hin- und Her-Switchen finde ich die eigentlich ganz cool. Und ich bin ein absoluter Jeansjacke-Freund. Gerade bei so einem Wetter wie jetzt passt es halt unwahrscheinlich gut. Ich habe meine bei Momox Fashion gekauft. Wie gesagt, für 15 Euro. Ursprünglich ist es eine Esprit. Hat sie wahrscheinlich das Doppelte oder mehr als das Doppelte gekostet. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, und jetzt gibt es noch eine Creme von Face Theory. Wenn du mal einen Haul angeguckt hast, dann hast du auch die entdeckt. Die erinnert ganz stark irgendwie an
Kirsche oder Himbeer. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich das so sehe, Himbeerjoghurt. Also das ist eine Creme, eine etwas teurere Creme mit 19 Euro. Ich selbst trage ja Kompressionsstrümpfe und muss ein bisschen darauf achten, entsprechende Inhaltsstoffe eben auch in den Cremes zu haben. Sowas wie Urea oder Ceramide. Zu Ceramiden und Urea habe ich bereits schon mal ein Video gemacht, wer sich für die Inhaltsstoffe interessiert. Hier sind Ceramide mit drin und ich habe auch schon Positives gemerkt. Durch das, dass ich halt eben ein Lipödem habe, ist meine Haut manchmal so, die, ich will jetzt nicht sagen, platzt an manchen Stellen, aber die wird so, ja, rau und dann kriege ich schon auch so leicht offene Stellen. Und da hilft die schon unwahrscheinlich, muss man an der Stelle echt sagen. Also die pflegt echt wahnsinnig gut. Auch die hat ein extra Video verdient, das wird sie auch noch bekommen. Ich kann die echt empfehlen und durch das, dass ich da echt schon einiges raus habe, merkt man, die wird bei mir nicht alt. Letztes Produkt und zwar Glycol Solution von Face Theory. Ich finde die halt mega geschickt. Es ist ein Gesichtswasser, ich tröpfe mir das auf die Hand, niemals ein Wattepad. Da seufzt dir einfach viel zu viel Produkt weg. Den Tipp habe ich von der Shenya Enkipedia. Einfach in die Hand und dann auf dem Gesicht auftragen. Wenn du aktive Inhaltsstoffe in so einem Gesichtswasser drin hast, kannst du das durchweg machen. Und ich liebe das Zeug. Wer aber sowas verwendet, muss auf jeden Fall. Ich klinge wie eine Platte, die einen Sprung hat. Der muss auf jeden Fall Sonnenschutz nehmen. Das ist echt kein Witz. Also ich erlebe das immer wieder, dass Leute sich für so Säuren interessieren, aber keinen Sonnenschutz verwenden. Das ist der Killer für deine Haut. Du bist der Sonneneinstrahlung direkt ausgesetzt. Hautkrebs ist halt echt kein Spaß, wirklich. Da muss man echt aufpassen. Und gerade solche Säuren helfen halt unwahrscheinlich gut bei unreiner Haut. Bei Hautverhornungen, ich habe hier immer wieder so eine Hautverhornung, da hilft es auch mega gut. Und du kriegst halt so einen richtig schönen Glow ins Gesicht, besonders für Leute, die eher so ein bisschen fettige Haut haben wie ich. Es ist eine richtig tolle Sache, weil den Poren, die sind hinterher richtig schön sauber. Und man merkt halt richtig, die Haut fettet lange nicht mehr so, lange. BHA, AHA, das sind halt wirklich richtig tolle Angelegenheiten. Aber mit Säuren muss man wirklich aufpassen. Zum Thema Säuren habe ich ebenfalls auch schon mal ein Video gemacht. Gerne mal unter dem i gucken. Das war das letzte Produkt. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, möchte aber von dir wissen, was waren deine Favoriten aus der letzten Zeit. Bitte unten in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib diesem Video einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Schreib mir auf jeden Fall deine Favoriten unten rein. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.